So, Freunde, es geht weiter mit Minecraft. In der Zwischenzeit, während ich AFK rumstand und ihr gewartet habt, dass es weitergeht, ist hier halt einfach gnadenlos mal ein Creeper explodiert. Blödes Arschloch. Mich hat er zum Glück nicht mitgenommen, wenigstens etwas. Vorher habe ich es doch noch gelobt, dass wir hier oben sicher vor Monstern sind. Und jetzt ein fettes Loch im Boden. Dankeschön. So, aber auch daran soll es nicht scheitern. Das Loch reparieren wir jetzt einfach. Ich muss erstmal... er hat die Betten getroppt. Ein kurzes Material hier einsammeln. Plopp. So, füllen wir erstmal wieder mit Erde auf. So, wie war denn hier mein Weg? So, müssen wir ein paar neue... Nein, wir haben noch Steinziegeln. Sehr gut. Scheiß Creeper, die schlimmsten Viecher in dem Spiel, wenn du mich fragst. So, und ich glaube, der Rest ist Erde gewesen. Ja, ich glaube, so passt es. Ja. Ist, denke ich, in Ordnung. Wenn ich kann, das später nochmal nachbessern. So, okay. Wo sind wir oben stehen geblieben? Wir haben das Obergeschoss ausgebaut. Mittlerweile müsste, glaube ich, auch unser Glas hier endlich fertig sein. Ja, sehr schön. Ja, damit. Und Gott sei Dank bin ich durch den Creeper nicht gestorben. Notiz für mich. Nicht mehr dumm rumstehen draußen, während man AFK geht. Weil da wir ja auf einem Server spielen, wird das Spiel halt nicht pausiert dadurch. Ne? Aber das hat jetzt halt keiner bedacht. Jetzt habe ich meine Axt rausgeschmissen. Nee, habe ich nicht. So. Wo sind wir denn hier stehen geblieben? Da hoch. Jetzt können wir auch wenigstens gleich weiter verglasen. Yay, sie ist auf Diamantensuche und findet welche, das ist immer gut. So, genau, ich habe mir ja vorher Schwarzeiche geholt. So, es fängt an zu schneien bei mir, das heißt, unten regnet es. Weil ich möchte hier gerne... außenrum so einen Schwarzeichenrand machen. Natürlich werde ich dafür gnadenlos zu wenig haben. Das hat wohl doch gereicht für den Rand. Sehr nice. Du hast nicht zufällig ein Bett in, oh, in deiner Höhle dabei, oder? Nein. War ja klar, ne? Ich denke doch. Ein Bett gehört ins Dauergepäck, liebe Leute. Mache ich jetzt? Ich denke, ich werde das Dach aus normal wieder Eiche machen. Ja, drei Stück hatte ich. Läuft hart bei mir, ne? Au.
Naja, da geht ja die Sonne schon auf. Ja, wie und hier ist nicht mehr hoch genug zum Schneien. Das ist ja ärgerlich. Oder halt so Schnee-Regen-Mischung. Ja, ich habe hier gleichzeitig Schnee und Regen. Obwohl hier schneit es jetzt nur, hier regnet es. Naja, komisch. Schneeregen einfach, ne? Bin noch ein bisschen unschlüssig mit meinem Dach. Ja, vielleicht mache ich es so ähnlich wie du mit einer Mischung aus Schwarzeiche und Eiche. Eichen haben wir denn noch einige, aber das wird auch nicht reichen. Fichte. Naja, ein paar haben wir jetzt erstmal. Dann will man schon wieder Fressalien reinschieben. So, auf nach oben. Hier schneit es wenigstens nur, ist keine so Lärmbelästigung. Aber ich glaube, ja, die müssen noch mal weg. Ich will das nicht so. Stelle mal erstmal eine Schicht Erde auf. Natürlich haben wir jetzt nicht genug Erde. Ja, ich höre Überraschung. Ja, ich brauche hier nur zum, na, so als Stütze halt, weißt, das passt schon. Setz es doch noch 50 Mal falsch. Ich hasse es. Ich hasse Dächer, ich hasse Ecken, alles. Ja, sagt mir einfach, dass ich bescheuert bin, ich weiß es. Ja, ne? Erstmal abgestürzt.
Ich hab doch Shift gedrückt, warum bin ich denn jetzt schon wieder abgestürzt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Es sei denn, ich mache sie doppelt. Ja, gut, dass hier ein Wasserfall ist. Das hätte ich nicht überlebt. Nein, ich komme oben nicht hoch. Ja, müssen wir jetzt halt erst einmal komplett außen rumlatschen. Der Händler mit drei Lamas. Hey, nimm deine anderen Lamas wieder mit, du Zigeuner. Aha. Aber jetzt hat ja auch mal einen Händler angequatscht. Herrgott, wie oft will ich denn hier jetzt noch runterfallen?